Herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch im APA Pressezentrum und via Stream in der Redaktion und zu Hause im Homeoffice. Heute ist für uns ein besonderer Tag. Wir läuten ein neues Mobilfunkzeitalter ein, bei Drei und im österreichischen Markt. Ihre Gesprächspartner sind Günter Lischka, Chief Commercial Officer bei Drei, und Sabine Himmelsberger, Senior Head of Digital Brands and Communication. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dabei zu sein. Im Anschluss können Sie uns gerne Ihre Fragen stellen. Die Fragen können Sie außerdem auch in der Chatfunktion des Streams eingeben. Ich sehe die Fragen alle bei mir am Screen und werde sie dann gerne weitergeben. Aber jetzt gebe ich das Wort an Günter Lischka. Günter, bitte. Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Wir läuten ein neues Mobilfunkzeitalter ein. Eine große Aussage. Was steckt da dahinter? Vielleicht zunächst einmal ein kurzer Abriss zum Thema Mobilfunk bzw. Telekommunikation in Österreich. 1997 mit der Liberalisierung des Mobilfunkmarktes hat so richtig durchgestartet. Und es gibt einen ganz, ganz großen Trend im Moment, der heißt Discount. 2005 hat dieser Trend begonnen. Wir haben als Drei bzw. damals noch als One eine große Rolle gespielt in diesem Bereich, den ersten Discount-Anbieter in Österreich gestartet, aber auch 2013 im Rahmen unseres Mergers mit Orange einen ganz, ganz wesentlichen Meilenstein gelegt. Die Öffnung der Netze für die MVNOs, für die sogenannten virtuellen Anbieter, die im Endeffekt den Discount-Boom erst so richtig losgetreten haben. Und wir stehen heute im Jahr 2024 und sehen, dass in etwa ein Drittel des Privatkundenmarktes, also jeder dritte Kunde, der nicht ein Firmenhandy hat, der nicht dem Geschäftskundenmarkt zuzurechnen ist, sich für ein Discount-Angebot entschieden hat. Also 2,5 Millionen Menschen in Österreich beziehen ihr Mobilfunk, ihr Handyangebot vom Discounter. Das ist knapp 20 Jahre her und wir sagen, die Digitalisierung hat Einzug erhalten. Wir haben gerade vorher gescherzt, normalerweise noch vor einigen Jahren wäre bei einer derartigen Ankündigung die Halle voll gewesen. Jetzt sind Sie da alle hinter der Kamera. Die Digitalisierung hat Einzug gehalten, es hat sich sehr viel verändert. Und es hat sich auch, was das Thema Discount betrifft, aus unserer Perspektive etliches überholt. In den Supermarkt zu gehen, schneller mal die Karte mitzunehmen, Ladebons aufzurubbeln, das war der schnellste Weg, der direkteste Weg, zu seinem Mobilfunkangebot zu kommen. Damals. Heute geht das alles wesentlich besser und wesentlich einfacher. Und aus diesem Grund sagen wir, mit dem heutigen Tag schicken wir die Discounter in Pension. Nochmal kurz zur Erinnerung. Etwa 2 Jahre bin ich auch da gestanden, habe in die gleiche Kamera geschaut und schon von der neuen technischen Kategorie gesprochen. Wir haben damals unser digitales Abo ab hoch 3 gelauncht als High-End-Produkt, 5G unlimitiert, relativ elitäres Produkt, auch ausschließlich für Geräte mit eSIM-Fähigkeiten, die damals gar nicht so weit verbreitet waren, aber das war für uns extrem wichtig, in dieser Kategorie zu lernen. Also nicht der klassische Vertrag, den wir kennen, gestützte Endgeräte, Bindungen, all die Dinge, die an mancher Stelle aktuell zu Recht kritisiert werden. Nicht das Thema Discount und Wertkarte mit seiner Fairness und Einfachheit, aber mit all diesen Problemen, die da mit sich kommen, sondern eine völlig neue Kategorie, nämlich der Online-Mobilfunk. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, vor 2 Jahren das Produkt bereits gelauncht, warum machen wir so ein Fass auf, wenn wir das Ganze jetzt noch einmal bringen? In den 2 Jahren ist extrem viel passiert. Wir machen jetzt wirklich auf, das Produkt geht in die Masse. Das neue ab hoch 3, jetzt absolut ausgereift und jetzt trauen wir uns auch eine extrem starke Ansage zu tätigen, nämlich so ähnlich wie der Thomas Gottschalk bei seiner Saalwette. Ich wette mit Ihnen, dass es möglich ist, in unter 5 Minuten live zu sein und das für unter 5 €. So schaut das Ganze aus. Unser Motto, ab in die Zukunft. Wie das genau ausschaut, was all die Details sind, was wir gemacht haben und was unsere Kunden davon haben werden,
präsentiert Ihnen jetzt meine Kollegin, die Sabine. Genau. Es hat jetzt wirklich eine Zeit lang gedauert, bis wir alle unsere komplexen Mobilfunkprozesse digitalisiert haben. Und jetzt kann man wirklich voller Stolz sagen, wir sind soweit. Und auch voller Stolz, weil dieses Produkt wirklich zu 100% in Österreich bei 3 in der Brünner Straße von unseren eigenen Teams entwickelt und konzipiert wurde. Das ist wirklich ganz großartig. Unsere Teams können sich da wirklich mit anderen Teams wie George oder OFON messen. Also da ist wirklich eine ordentliche Revolution passiert. Diese Innovation macht es uns jetzt auch möglich, dass wir wirklich andere Preise anbieten können. Warum? Weil es voll digital ist und weil wir in der vollen Automatisierung sind. Und deswegen trauen wir uns auch schon, wie der Günther schon gesagt hat, voll selbstbewusst zu sagen, wir schicken jetzt die Discounter langsam in Pension. Was bedeutet es denn? Was bekommt man denn jetzt in diesen 5 Minuten um 5 Euro? Wir bieten zum Start an 4,90 Euro mit 50 Gigabyte, 1000 Minuten oder SMS, ein Abo leben lang. Das ist gleich eine ganz wichtige Komponente. Am Markt kennt man gerade die diversen Gratis-Monatsmodelle. Bei uns bleiben die 4,90. Das heißt, einmal abgeschlossen bleibt einem ein Abo-Leben lang dieses Angebot. Es sind keine versteckten Kosten drinnen. Das heißt, die erste SIM-Karte ist gratis, die Rufnummernmitnahme ist gratis, die Aktivierung ist gratis. Man zahlt immer vorab in der App. Das heißt, man hat die volle Kostenkontrolle. Und man kann sogar jederzeit pausieren und bleibt auch ein Jahr erreichbar. Das heißt, wenn ich es einmal vielleicht im Sommer oder beim Monat vielleicht einmal offline gehen möchte, alles kein Problem. Mit Abbruch 3 funktioniert das. Wie zeigt sich das jetzt im Gesamtkonzert? Abbruch 3 Smart ist unser Einstiegstarif um 4,90 Euro. Da haben wir uns wirklich auch ganz genau die Ingredienzien quasi angeschaut. Was braucht die Zielgruppe so? Die 50 Gigabyte und die Minuten und die SMS sind für die meisten vollkommen ausreichend. Wenn man trotzdem mehr Bedarf hat, kann man jederzeit Pakete dazu buchen, aber nicht nur Datenpakete, sondern zum Beispiel auch einen Tag mit Unlimited, also mit Turbo 5G. Auch super, wenn man einen entsprechenden Use Case hat, einmal zum Beispiel ein Fußballspiel streamen will, so wie man es jetzt gerade hat, mobil am Handy. Auch Roaming-Einheiten sind zubuchbar, das heißt, das ist ein Basispreis, von dem man, wenn man möchte, auch noch gerne sich etwas anderes dazu konsumieren kann. Wenn man nachhaltig drauf kommt, dass man eigentlich doch viel mehr nutzen möchte und unlimitiertes 5G haben will, auch kein Problem. Man kann ganz einfach in der App mit einem Klick switchen auf die 1990 und ist schon in unserem unlimitierten Universum. Wenn ich dann noch für ein Familienmitglied oder einen Freund in der App ein zweites Abo buchen will, dann wird es nochmal besser, dann bekommt man den Vorzugspreis von 14,90 für jedes weitere Abo, das man dazu bucht auf seiner App. Und diesen Preis, den bieten wir auch für unter 27 an, also für unsere Jugend. Das heißt, Abbruch 3 Smart zum Start und dann jede Entwicklungsmöglichkeit, wenn man doch auch mehr möchte. Schauen wir aber auch noch rein in die Kategorie. Also es geht ja hier wirklich nicht nur um den Preis. Wir eröffnen eine neue Kategorie, wir eröffnen die Kategorie des Online-Mobilfunks. Und was bedeutet das? Und das bedeutet zuallererst, es ist wirklich alles digital und vollautomatisiert und im Sinne unserer Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich, so intuitiv wie möglich. Wenn wir es im Lifecycle des Abschlusses schon einmal durchgehen, wenn wir uns anschauen, was passiert bei der Anmeldung. Jeder von uns hat mehrere digitale Accounts mittlerweile, Identitäten. Man will nicht überall noch einmal einen neuen Account anlegen. Bei Abbruch 3 sucht man sich einfach einen seiner bestehenden aus, geht zum Beispiel mit dem Apple, Google oder Facebook Account rein und schon geht die Reise los. Dann geht es in die Identifizierung. Auch da haben die meisten Menschen irgendeine Priorität. Deswegen haben wir gesagt, eine reicht nicht. Wir bieten einfach alle State-of-the-Art-Möglichkeiten an. Ich kann über die ID Austria einsteigen, über mein Bankkonto oder auch einfach über einen Ausweis mit Fotoident. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wenn es zur Bezahlung geht, wird es dann immer noch spezieller. Da hat jeder von uns einen ganz klaren Favoriten, womit er seine Online-Käufe tätigt. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten auch wirklich das ganze Spektrum an. Wir haben die meisten Bezahlmethoden in einer App. Man kann es mit einer ganz normalen SEPA-Lastschrift machen, über die Kreditkarte, über PayPal, Google Pay, Apple Pay, alles, was das Herz begehrt. Und schwupp geht's weiter und man ist schon ongeboardet. In der App selbst dann, wenn man Kundin oder Kunde ist, kann man alles 24/7 selber managen. Das heißt, man braucht niemanden anderen dazu, man kann es machen, wann und wo man will.
Es gibt keine Wartezeiten, man kann jedes Bedürfnis, egal ob ich jetzt im Ausland bin und noch Roaming-Einheiten brauche oder eben ein 5G zusätzlich oder vielleicht den Tarif wechseln oder auch pausieren will, das geht alles mit einem Klick. Wenn es dann doch einmal irgendwo Fragen gibt, was wahrscheinlich schon sehr selten vorkommen wird, was wirklich so einfach ist, dann haben wir einen Live-Chat von 8 bis 18 Uhr. Das heißt, auch die Zeiten, irgendwo sich anzustellen oder in einer Warteschleife zu hängen, all das ist vorbei. Ich kann alle meine Fragen lösen von 8 bis 18 Uhr in einem Live-Chat und dann mit unserem ganz brandneuen KI-Chat in über 80 Sprachen. Das ist noch einmal wirklich was ganz Besonderes. Die ganze App ist in Deutsch und in Englisch, um auch unseren internationalen Gästen da gut entgegenzukommen. Und wie vorher schon erwähnt, das ist jetzt ein ganz tolles, brandneues Online-Universum. Wir wissen aber, dass noch nicht jeder Mensch in Österreich ein eSIM-fähiges Smartphone besitzt. Und deswegen ist die App natürlich auch so clever und erkennt, ob jemand ein eSIM-fähiges Smartphone hat oder nicht. Und wenn dem nicht so ist, bekommt man einfach eine physische SIM-Karte zugeschickt. Das heißt, wir helfen einfach noch einmal diesen ersten Schritt in die digitale Welt zu machen, bis man dann auch einmal ein anderes Smartphone hat. Und ab dann geht es aber voll digital weiter. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist da auch die Rufnummernmitnahme. Das ist ein bisschen ein Herzensthema der Österreicherinnen und Österreicher. Es ist schon ein bisschen Teil der Identität. Die Rufnummer gehört zu einem, die will man mitnehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das so einfach wie möglich ist, dass es kostenfrei ist. Und als Bonus obendrauf wird dann der Vertrag auch noch gleich mitgekündigt. Das heißt, man hat dann mit ein paar wenigen Klicks wirklich nichts mehr Bürokratisches zu tun. Aber vielleicht genug der Worte, schauen wir uns jetzt einmal an, wie einfach das auch wirklich funktioniert, damit Sie da auch gleich den ersten Proof sehen. Man geht einmal in die App rein, geht in die Einstellungen und dann gibt man die mitzunehmende Rufnummer ein. Das ist meistens schnell erledigt, die Nummer weiß man dann ja doch, sucht den bisherigen Anbieter aus, gibt die Vertragsart ein und dann wählt man in einem ganz State-of-the-Art-Modul sein Geburtsdatum aus. Einmal durchgescrollt und weiter geht's. Dann braucht man sein vierstelliges Kundenkennwort zur Verifizierung, bekommt noch einmal alles angezeigt, ob alles so richtig ist und wenn das passt, ist es auch schon wieder erledigt. So schnell geht eine Rufnummernübertragung in einem voll digitalen Zeitalter. Ja, somit zurück zu dir. Ja. Ich glaube, Sie haben gesehen, was alles möglich ist. Wir freuen uns schon auf intensive Diskussionen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen, ist es tatsächlich so. Den inneren Schweinehund vielleicht, die Dinge, alte Verträge zu wechseln, sind überwunden. Viele der Menschen, die sich für den Discounter entschieden haben, die vielleicht Gratismonate genutzt haben und sich jetzt die Frage stellen, bin ich tatsächlich noch beim günstigsten Angebot, haben jetzt die Möglichkeit, um 4,90, solange sie dieses Abo nutzen wollen, in den digitalen, in den modernsten Mobilfunk in Österreich einzusteigen. Ein Knopf, wir haben es gesehen, alter Vertrag wird gekündigt, ich muss mich um nichts kümmern, einfacher und besser geht's nicht. Und das alles im wunderbaren 4G bzw. 5G-Netz von 3 mit den Optionen, alles dazu zu buchen. Das ist ein neues Zeitalter im Mobilfunk. So, und dann gehen wir bitte zu den Fragen. Wir haben schon einige bekommen. Gerald Hofbauer, Kronenzeitung. Sind die neuen Tarife indexiert wertgesichert? Bleibt das Abo so wie bestehen, wie es läuft. Wir gehen aber davon aus, dass sich unsere Kunden ohnehin im Laufe der Zeit immer wieder neue Abos buchen werden, immer größere Pakete buchen werden. Und damit geht es dann nicht primär darum, die Preise zu verändern. Dann Jakob Steinschaden, Trending Topics. Mit welchem LLM läuft der KI-Chat? Das ist OpenAI, basiert auf ChatGPT-4, was allerdings da ganz, ganz wichtig ist, dazu zu sagen, absolut nur in unserem eigenen Rechenzentrum Ökosystem und die Daten bleiben natürlich auch ausschließlich in Europa. Also es muss da niemand die Sorge haben, dass die Daten irgendwo rausgehen. Das ist alles bei uns im Rechenzentrum. Und dann noch die Frage, bestehende Abkunden, können diese auf das neue Angebot downgraden? Ja, natürlich. In beide Richtungen ist alles möglich. Ich freue mich über den Punkt in der Frage, weil Downgrade ist genau das richtige Wort.
Noch irgendwelche Fragen? Sich jeden Monat verlängert, weil jeden Monat wieder Geld aufgeladen wird. Was muss man dann auswählen bei der Anmeldung? Wenn man einen Vertrag hat, muss man Vertrag auswählen. Wenn man, das wird im Vorhinein, wenn man keinen Vertrag hat, muss man Wertkarte auswählen. Also haben Sie ein konkretes Beispiel, an das Sie denken? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei Hofer Hot einen Vertrag hat, der sich jeden Monat eben ja, Hofer, die Kreditkarte also, 10, okay, 10 Euro ganz, ganz einfach. Auflädt. Hofer Hot ist Wertkarte, Spuso ist Vertrag. Okay. Einstweilen keine anderen Fragen. Wir stehen aber weiterhin... Er denkt schon drüber nach zu wechseln, das ist schön. Wir stehen noch weiterhin zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich auch an die Pressestelle von 3, presse@3.com und sonst auch Anrufe und so weiter sind wir gerne für Sie da. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.